Guten Tag, meine Damen und Herren. Bei schönstem Sonnenschein bläht sich die Else auf. Warum? Weil wir ein Kulturfest rund um die Else machen und die Else tut sich heute nochmal so richtig wichtig. Ja, wir stehen hier, weil wir die Kulturtage Else heute eröffnen wollen. Morgen ist der Haupteventtag, natürlich am Sonntag noch. Und die Idee kam im Kulturbeirat der Stadt Bünde. Wir haben gesagt, die Else schafft bei den Bürgern Identifikation. Und dort, wo die Menschen, wo sie jetzt stehen, weit ab auf der anderen Seite der Else, ist die Fotoausstellung von Ingo Hecker zu sehen, die unglaubliches Interesse schon gewonnen hat. Also, die Menschen identifizieren sich mit unser aller Fluss. Ja. Was verbindet eigentlich die Gemeinden und die Stadtbünde, die an der Else liegen? Heute könnte man sagen, das Hochwasser. Herr Koch, was meinen Sie, was verbindet uns? Naja, wir sind alle drei Kommunen, die eher im ländlichen Raum sind, in OWL manchmal so ein bisschen nicht im Fokus sind, sondern selbst das Gefühl haben, so ein bisschen abseits zu liegen. Aber wir wissen schon, dass wir auch in unserer Größe eigentlich immer darauf angewiesen sind, dass wir auch zusammenarbeiten, weil man manche Dinge einfach in unserer Größe alleine nicht machen kann, sondern besser und sinnvoller zusammen machen kann. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass bei den drei Gemeinden Rödinghausen, Kirchlengern, Bünde auch die Zukunft in der Gemeinsamkeit liegt. Ja. Herr Mayer, wie sehen Sie das? Was verbindet uns? Die Else ist quasi so das verbindende Band zwischen den drei Kommunen. Und interkommunale Zusammenarbeit, Wolfgang Koch deutete es schon an, ist ein großes Thema. Wichtig dabei ist, dass man nicht nur drüber redet, sondern dass man das lebt. Und da ist die Else eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Vielleicht kommen wir da gleich noch zu, wenn wir über den Bereich Touristik sprechen, denn wir wollen die Else ja auch beleben. Und Herr Dahlmeier, der in Vertretung des Bürgermeisters Rödinghausen hier steht, vertritt nämlich den Bereich Touristik im Bereich Rödinghausen. Was verbindet uns, Herr Dahlmeier? Ja, vielleicht bevor ich antworte, darf ich mich erstmal ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich hatte Gelegenheit, einmal hier durch den Bereich der Else spazieren zu gehen und die verschiedenen Aktivitäten und Aktionen zu beobachten. Und ich finde das einfach ganz toll, was hier in der Zeit entstanden ist. Ich denke auch, es verbindet uns doch mehr als die Else. In den Köpfen gibt es, in den Köpfen der Bürger gibt es also diese Grenzen nicht. Und da gibt es also dann natürlich auch diese interkommunalen Zusammenarbeiten im Bereich Feuerwehr, in anderen Bereichen natürlich ebenfalls. Und von daher eben nicht nur die Else, die uns dann als verbindendes Glied dann eben zusammenhält. Dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Spaziergang entlang der Else. Mein Name ist Ulrike Letschert und ich arbeite in der biologischen Station Ravensberg im Kreis Herford seit 20 Jahren. Und ich betreue eben auch schon seit dieser Zeit das Naturschutzgebiet Elseaue, was sich zwischen Bünde und Kirchlengern befindet. Also hier flussabwärts beginnt. Wir werden auf dieser Seite der Else bis zum Naturschutzgebiet gehen. Da werde ich Ihnen einiges über die Else erzählen, wie sie entstanden ist, wie sie begradigt worden ist. Und dann haben wir mit dem Eintritt in das Naturschutzgebiet das große Kontrastprogramm. Da sieht die Else und ihre Auen nämlich natürlich dann sofort ganz anders aus. Machen wir einen kleinen Abstecher und dann gehen wir auf der anderen Seite der Else wieder zurück
Und zu Beginn wollte ich Sie mal fragen, das wissen Sie wahrscheinlich, wie ist die Else eigentlich entstanden? Das ist nämlich eine absolute Besonderheit, wie die Else entstanden ist. Und das gibt es nur dreimal auf der Welt. Achso, die Bifurkation. So. Genau, die Bifurkation. Was bedeutet das? Aus einem Fuß werden zwei. Ja. Und zwar aus welchem? Hase. Ja, die Hase. Die Hase. Aus der Hase wird die Hase und die Else. Also die teilt sich auf. Es ist wahrscheinlich eine künstliche Bifurkation. Das ist aber nicht so genau klar. Es gibt ja keine schriftlichen Unterlagen. Und dann gehen zwei Drittel der Hase weiter als Hase. Und ein Drittel geht nach Osten als Else weiter. Dann mündet die Else dann in die Werre. Und in diesem Lauf, auf diesem Lauf von der Bifurkation bis zur Mündung in die Werre sind 35 Kilometer. Aber nur wenige Meter, ich glaube 27 Meter, Höhenmeter. Ne? Man hat also auf diesen ganzen Kilometern nur eine Höhe von 27 Metern zu überwinden. Und trotzdem wurde die Else immer wieder aufgestaut. Muss ja sein. Als im Kulturbeirat die Idee kam, die Else in den Mittelpunkt von Bünde erneut zu stellen, denn es wurde ja bisher stiefmütterlich behandelt, hatte ich spontan die Idee, eine Ausstellung, eine Fotoausstellung zu machen, und zwar genau so, wie sie heute hier steht. Es sollte eine Mischung sein aus alten Bildern, historischen Bildern und neuen Bildern, so wie sich die Else heute darstellt. Und zwar aus fotografischen Gesichtspunkten heraus habe ich mit meinen bisherigen Erfahrungen die Bilder so gestaltet, wie Sie sie sehen können. Ich habe schwimmmäßig, bin ich nicht von der Quelle gekommen. In der Strömung habe ich versucht, nach vorne zu schwimmen. Das war... Ja, wir vom Kulturbeirat freuen uns natürlich besonders, dass dem Aufruf der an die Bünder Schulen so viele Folge geleistet haben. Es gibt Arbeiten von Grundschulen, es gibt Arbeiten von Gymnasien und von der Gesamtschule. Und hier als Beispiel haben wir mal Else-Wächter gebaut. Die sind entstanden im Technik-Werken-Kurs des Gymnasiums am Markt, Jahrgangsstufe 8. Vollholzfiguren, die das gebaut haben, können jetzt wirklich nageln und schrauben und sägen. In der ehemaligen Else-Buchhandlung finden sich noch weitere Schülerarbeiten, unterschiedliche Auseinandersetzungen zum Thema Else. Zum Beispiel werden Kunstrichtungen auf Else-Bilder angewendet.
Aus Grundschulen gibt es sehr schöne Arbeiten aus Filz und es gibt ganz viele Schiffsmodelle zu besichtigen. Auch moderne Kunst fand ihren Platz. Die Gesamtschule hat mit einer Oberstufe ein Landart-Projekt gemacht an dem Elseufer, das vorher geplant und dokumentiert worden ist. Auch dazu ist in der Ausstellung etwas zu finden. Eine fünfte Klasse des Gymnasiums am Markt hat sich mit Elseschwimmerinnen und Schwimmer beschäftigt. Hier sind die Bilder und hier schwimmen die Originale in der Else. Und der Bündner Esel, der hat ja noch eine andere besondere Geschichte, ne? Ja, und bekannt geworden ist der Esel, oder populär wurde der Esel durch den Diebstahl. Im Zuge des Else-Festivals fingen wir am Samstag damit an, den Esel zu bemalen, und am nächsten Tag war er nicht mehr da, gestohlen. Und dann wurde alles Mögliche eingeschaltet, Polizei. Und dann kam auch das Fernsehen und hat gesagt, ja, wo ist der Esel geblieben? Und dann am Mittwoch kam dann die frohe Kunde, der Esel ist wieder da. Aus Bielefeld kommen Leute und besuchen uns und wollen den Esel sehen. Ja? Aus Berlin hatten wir schon Anrufe. Was ist denn in Bünde los also, mit dem Esel? Also. Diese Fantasievögel sind in der Einführungsphase des Gymnasiums am Markt entstanden, aber nicht nur Schülerinnen und Schüler haben sich mit dem Thema Else beschäftigt, sondern Erwachsene haben sich auch an diesem Thema versucht. Mach mal viele Bilder, ne? Ja, ich erzähle das dann. Okay. Ja, muss einfach nur so drehen. Schau mal. Kommst ein bisschen näher ran. Rück mal hier näher ran. Genau. Ja, toll. Und auch noch in die richtige Richtung. Super. Und immer in die gleiche Richtung. Klasse machst du das. Klasse. Super. Wir bestricken die Elsebrücke. Also die Bollandbrücke hier. Mit einen riesengroßen langen Schal. Den umwickeln wir hier um die Brücke rum und verschönern das Gelände. Ehrenamtlich sind wir vom Waldschlösschen hier. Und wie viel sind wir? 5 Leute vom Waldschlösschen und viele, viele Helfer, die jetzt hier vorbeikommen, helfen uns dabei, die Brücke schön bunt zu gestalten. Wir haben gedacht, dass das Elsefest natürlich mit der Wasserversorgung gut zusammenpasst. Und Wasserversorgung, wie kann man die mit dem Elsefest zusammenbringen? Und da haben wir uns die Entenidee ausgedacht. Die Enten symbolisieren die Verbindung von Wasser, Wasserversorgung und der Else. Und mit diesen Enten haben wir dann gleichzeitig noch ein Gewinnspiel verbunden. Und innerhalb dieses Gewinnspiels kann man mit Hilfe der Enten und Fotos, die man zusammen mit den Enten schießt, einen sehr schönen Sachpreis oder eine Reise gewinnen. Wir brauchen eine Ente mit blauen Punkten. Ist das einer? Ja? Perfekt. Kommen wir da wieder rein. Genial. Ja. Genial. Ja, super. Und was zum Naschen. Bitte schön. Ich bin noch nicht hier, ne? Also, ja, ich geh jetzt einmal hoch und komm noch mal viel, ne? Dann haben wir sie vergessen, dann ist hier von vorne los. Genau. Ja, ich fall aber nicht rein.
kommt dann am Ende zu mir. Wenn er so gefallen ist. So. Andere Kinder auch noch. Wunderbar. Ich bin echt total gut zufrieden, weil ich sehe, dass den Menschen das gefällt und das ist einfach toll. Dass wir ein Wetterglück haben, dass so viele kreative Ideen da sind, das ist einfach super. Das muss man wiederholen. Okay, ja hallo, ich bin von der Löschgruppe Aale, der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bünde und wir sind eingeladen worden, hier auf der Else mit unserem Schlauchboot zu fahren und den Bürgerinnen und Bürgern unser Schlauchboot und natürlich auch unsere Feuerwehr näher zu bringen. Und ich glaube, das wird sehr gut angenommen und alle haben sehr viel Spaß hier auf der Else. Das sieht gut aus. Wir vom Alpenverein hier in Bünde, der Sektion Bielefeld, bieten im Zuge des Kulturfestes unsere Else eine Kletteraktion an einem geliehenen Kletterturm an. Und wie man sehen kann, wird das sehr, sehr gut angenommen. Hier drauf? So? Klasse? Und jetzt versuch dich da mal festzuhalten, dann ziehst du dich hoch. Und dann tust du den Fuß mal hier drauf. Guck mal, da ist auch wieder einer. Zieh dich hoch, Kubi. Darf ich nicht mehr? Bisschen, los. Zieh mal noch. Guck mal, siehst du? Den schaffst du noch. Ja, wir vom NABU haben hier so eine, wie soll ich das nennen? Eine Erinnerung an den Dr. Lachner. Der sich viel für die Else eingesetzt hat damals. Für mich war Dr. Lachner ein erstaunlicher Mann, der unheimlich viel gemacht hat. Also er hat den Gesellschaft für Alte Gnädigung gegründet, damals einen Verein mit über 10.000 Mitgliedern, hat ganz viele Bücher geschrieben, hat ganz viele Vorträge gehalten,
hat Reisen organisiert. Ist für mich unerklärlich, wer das alles geschafft hat. Das Beste, was er eben gemacht hat, hier hat sich für die Else eingesetzt. Hier haben wir einen kritischen Punkt, wenn es Hochwasser gab. Und das gibt es heute immer häufiger als früher. 13 Mal häufiger als noch vor einem halben Jahrhundert. Und das Rathaus hier in der Nachbarschaft hat seine Probleme damit. Hochwasser hat hier in Bünde eigentlich schon immer eine große Rolle gespielt. Deswegen wurde dann ja auch der Damm angelegt hier. Und da drüben wurde ja auch noch eine Dammmauer gebaut. Also die Bünde hatten während der Schmelzzeit oder sagen wir mal im Winter oder im Frühjahr, wenn das Eis zu schmelzen begann, ihre großen Probleme. Glücklicherweise ist der Ausbau dann ja nicht weitergegangen, sondern nur bis zur Eschenbrücke. Und der östliche Teil meandert heute natürlich und wird auch Naturschutzgebiet. Ja, das wäre wirklich auch sehr zu wünschen. Das ist also ein Paradies da hinten, so sehe ich es. Und es wäre schade, wenn man da noch etwas machen würde. Nein, das bisschen Natur, Herr Dr. Lachner, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Was wir in Bünde haben, das sollten wir uns auch erhalten. Die Gemeinschaft zur Erhaltung der Natur hat ja verhindert den Ausbau, wollte sich damals sogar vor die Bodenschieber legen. Es verblieb dann auch der Ausbau und heute entwickelt der Kreis das ganze Gebiet, die ganze Aue zwischen Bünde und Kirchlengern zum Naturschutz, wie schon einmal gesagt. Das wäre aber schön. Mit den Aufnahmen, ne? Und alles mit Schwimmwesten, da kann ja gar nichts passieren. Chemie kam in Ellens Bar und trank den besten Rum. Dann sah er sich ganz nebenbei nach einer Braut noch um. Ja! Jenny meinte, Rum und Tabak kosten schon genug. Da lachte Jimmy laut und tat noch einmal einen Zug. Da rum, die 13 12 lag an, der Kahn sauf ab, der Käpt'n rief, jetzt rette sich, wer kann? Ja! Jimmy nahm die Pfeife mit und auch die Kiste rum, drauf ruderte er voll und frech im Ozean herum. Da rum, lebt ein Seemann, ein Seemann, da rum, lebt der Seemann. Wollen wir noch einmal drehen? Ja, einmal runter.